Heute machen wir einen wichtigen Ausdruck, und zwar, wenn wir auf Deutsch sagen, mir gefällt. Und dieses Gefallen an sich heißt gustar. Und es gefällt ist ja so wie er gefällt, sie gefällt, es gefällt ist. Also die dritte Person. Und rate mal, wie das sein könnte von gustar. Gustav. Genau, einfach nur gustar. Und wenn das ist ja es gefällt, wie wäre dann sie gefällt? Gustav. Gut. Er gefällt. Gustav. Sehr gut. Es gefällt mir. Me gusta. Perfekt. Ein Verb, diese kleinen Dinger, diese kleinen Wörter kommen davor. Gut. Es gefällt mir nicht. No me gusta. Schön. Mir gefällt es nicht. Also wir hatten ja gerade, es gefällt mir nicht. Und wir sagen ja auch oft auf Deutsch, mir gefällt es nicht. Me no le gusta. Nein, das war eigentlich eine Falle. Egal, wie wir das auf Deutsch sagen, es bleibt auf Spanisch immer bei no me gusta. Also dieses es gefällt mir nicht ist dasselbe wie mir gefällt es nicht. Wir haben das nur aus stilistischen Mitteln, auf Deutsch stellen wir das manchmal um, ist eine Betonungssache, aber auf Spanisch bleibst du immer no me gusta. Normalerweise gefällt es mir nicht. Normalmente no me gusta. Schön. Heute gefällt es mir nicht. Hoy no me gusta. Jetzt gefällt es mir nicht. Ahorita no me gusta. Gut. Was könnte wohl no me gusta salir heißen? Ich gehe nicht gerne aus. Gut, schön. Was könnte no me gusta llegar tarde heißen? Ich komme nicht gern spät an. Schön. No me gusta salir con Pablo. Ich gehe nicht gerne mit Pablo aus. No me gusta cooperar con Ana. Ich arbeite nicht gerne mit Anna zusammen. Sehr schön. No me gusta hablar con Juan. Ich rede nicht gerne mit Juan. No me gusta verte. Ich sehe dich nicht gerne. Richtig. No me gusta venir tarde. Ich komme nicht gerne zu spät. Gut, ja, schön. No me gusta el día. Mir gefällt der Tag nicht. Gut. El lunes no me gusta. Ich mag Montag nicht. Schön. El material no me gusta. Das Material gefällt mir nicht. Prima, alles gut übersetzt. Du hast ja gemerkt, manchmal übersetzen wir es ein bisschen anders. Der Tag gefällt mir nicht oder ich mag es nicht, es gefällt mir nicht. Dieser Ausdruck no me gusta hat sich jetzt schon so richtig vertraut bei dir gemacht. Das kannst du jetzt schon super verstehen. Was hieße nochmal no me gusta la fiesta? Mir gefällt die Party nicht. Gut. Jetzt machen wir es andersrum. Es gefällt. Gusta? Es gefällt dir. Te gusta. Gut. Dir gefällt es. Te gusta. Gut aufgepasst. Es gefällt dir nicht. No te gusta. Aha, und jetzt als Frage: Gefällt es dir nicht? No te gusta. Schön. Nur die Stimme verändert sich. Gefällt dir der Park? Te gusta el parque? Schön. Gefällt es dir, Spanisch zu sprechen? Te gusta de hablar español? Gut. Gefällt es dir, Spanisch zu sprechen oder auch sprichst du gerne Spanisch? Für beide Formen gefallen oder gerne etwas tun. Te gusta hablar español kann was heißen? Dir gefällt es, Spanisch zu sprechen? Oder sprichst du gerne Spanisch? Gehst du gerne aus? Te gusta salir? Richtig, te gusta salir, richtig. Isst du gerne Pizza? Te gusta comer pizza? Prima, und das sind ja schon Sätze, die du anwenden kannst. Ich mag gerne Pizza. Me gusta pizza. Ich mache gerne Pizza. Me gusta preparar pizza. Gut, Präparat, sehr schön. Weißt du noch dieses simplere Wort für machen, für tun und machen? Hacer.
Sehr gut. Aber du hast dich prima gerettet mit dem Präparat, ist sogar noch ein bisschen gehobener. Und das andere ist hacer, also me gusta hacer pizza. Ich mag nur mit Juan ausgehen. Me gusta salir. Was war nur? Nur hatten wir von alleine, vom Solospiel in der Musik. Und das hat man eben, Solamente. ja. Solamente con Pablo. Me gusta salir solamente con Pablo. Oder du könntest es auch an Anfang stellen und sagen, solamente me gusta salir con Pablo. Also dann würdest du betonen, dass nur das gefällt dir. Ich mag Pablo nicht. Oder ich mag nicht Pablo. No me gusta Pablo. Gut. Ich warte nicht gerne. No me gusta. Was für Warten? Hatten wir mal kurz, da haben wir gesagt, warten und hoffen wäre dasselbe. Esperar. Fantastisch, dass du dich daran erinnern kannst. No me gusta esperar. Ich warte nicht gerne. Warum gefällt es dir nicht? ¿Por qué no te gusta? Schön. ¿Por qué no te gusta? Ich will wissen, warum es dir nicht gefällt. Quiero saber, ¿por qué no te gusta? Sehr gut. Ich will wissen, ob es dir gefällt. Quiero saber, si te gusta. Sehr schön. Ich will wissen, dass es dir gefällt. Quiero saber, qué te gusta. Bravo, ganz toll. Ich möchte es gerne wissen. Quiero saber. Das ist ja mehr so wie ich will. Das ich möchte, machen wir das mit dem Gusta. Also, ich möchte es gerne wissen, wenn du. Ich mag es zu wissen, oder ich mag es zu wissen. Ich möchte es gerne wissen. Me gusta saberlo. Also das ist sanfter als dieses quiero saberlo. Also ich will wissen und dann haben wir auf Deutsch ich möchte. Und da kann man sagen, mir gefällt es, ne? Mir gusta saberlo. Weil ich habe jetzt diese folgenden, die jetzt kommen, die deutschen Sätze, habe ich umschrieben mit gerne. Zum Beispiel der nächste Satz ist, ich kaufe gerne online. Also, dass du jetzt nicht auf Deutsch wörtlich so übersetzt, was heißt denn gerne, sondern ich, wenn du sagst, ich kaufe gerne, also ist so ein Vorzug, dass du dann denkst, me gusta. Ich kaufe gerne, ist me gusta. Ich esse gerne Pizza, me gusta. Ich kaufe gerne online, versuch mal. Me gusta comprar en línea. Ja, schön. Betonung auf dem I, linear. Línea. Me gusta comprar en línea. Ich verkaufe nicht gerne online. Also jetzt mache ich verkaufen. Vorhin gerade hatten wir kaufen. Ich verkaufe nicht gerne online. No me gusta vender. Richtig. Also der ganze Satz, ich verkaufe nicht gerne online. No me gusta vender. En línea. En línea. Línea. Wie auch auf Deutsch, da haben wir ja auch das I betont. Linie. Also die Linie ist la linea. Ich möchte gerne wissen, an welchem Tag du kommst. Me gusta saber qué día vienes. Me gusta saber qué día vienes. Sehr schön. Ich möchte gerne wissen, an welchem Tag, also selbe Prinzip, sie kommt. Me gusta saber qué día viene. Me gusta saber qué día viene. Das war ja jetzt mit dem Kommen und dann haben wir das auch noch mit dem Ankommen. Kannst dich noch erinnern? Mit dem Flughafen, wo wir uns dahin orientieren müssen. Ich möchte gerne wissen, an welchem Tag du ankommst. Me gusta saber qué día llegas. Ich möchte gerne wissen, an welchem Tag deine Mutter ankommt. Ah nein, deine hatten wir noch nicht, aber ich sagte mal einfach, das ist tu Mama. Quiero saber qué día tu mamá llega. Ja, üblicher wäre que día llega tu mamá. Okay. Warum? Weil in dem Jäger ist ja schon drin die Person. Also, wir könnten ja stehen lassen, que día llega, Punkt. Wir machen jetzt ja nur klar, dass wir eigentlich ja von deiner Mama reden, ne? Und darum diese Zusatzinformation machen wir dann dahinter. Nur um zu betonen, hör mal, ich rede von deiner Mutter, nicht von meiner, ne? So, so machen wir das.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn du möchtest, gib mir ein Like. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.